Heilige Scheiße! Du bist aber groß! Da sagst du was. Hat irgendwelche erkennbare Taktiken oder so, die man da. Irgendwelche Rhythmus. Einen Rhythmus, den man ausnutzen kann. Normale Munition bringt halt echt gar nichts. Ich bin wieder da. Wo bist du, Jack? Ich brauche noch Hilfe. Ich bin unterwegs. Ich sehe bloß kaum was. Ich hasse es. Alter Schwede. Wir hatten es schon fast vor allem. Hallöchen, mein kleiner Freund. Das hat so gut wie keine Auswirkung. Ernsthaft zusammenbleiben. Ich bin wieder im Geschäft. Ja, wir machen. Was soll der Mist hier mit den Rädern hier und dem Scheiß? Was ist das? Was ist das? Was? Was soll der Mist? Hilf mir, Schwester! Was rennt die weg? Du musst zu ihr hinfinden. Hilf mir, Soph! Alter Schwede. Von hinten. So. Soph stirbt, ja, okay. Komm mal. Schön. Ich versuche ihn von hinten auszuschalten. Weiß man nicht, wie einem passiert. Auf der Spitze dieses Bruderturms erwartet doch hoffentlich. Heilige Scheiße! Du bist aber groß! Ein riesiger Helikopter. Mit dem wir zu den anderen Türmen fliegen können oder mit dem. Und eine Waffe, mit der wir eine Waffenaufbesserung oder eine bessere Waffe. Weil wenn wir mit dem auf dem Level. Ich kann auf dich zählen, so sieht's aus. So, nehm dir. Hier, gerade neben dir. Ich bin getroffen! Könntest du mir bitte helfen? Hilf mir, Schwester! Bitte. So, neben dir. Ich weiß, du bist beschäftigt. Vor allem das mit dem geteilten Leben funktioniert hier gar nicht. Die Basic-Funktion des Spiels geht hier wirklich flöten. Und mit der KI spielt. Das geht nicht.
Schwierigkeitsstufe runterdrehen können wir ja auch nicht, oder? Ich habe noch keine Funktion gefunden, wo man Schwierigkeitsstufe einstellen kann. Okay. Ich hab's gefunden, ich hab die Schwierigkeitsstufe gefunden. Ich hab grad die Schwierigkeitsstufe auf leicht gestellt. Ich bin gespannt. Und dieser Bosskampf hier, der geht absolut mal nicht klar. Das ist absolut unkillbar. Wir haben vorher auf normal gespielt, sag ich mal. Jetzt spielen wir hier auf leicht. Was hält der aus? Wie kommt es jetzt mal zu Hilfe oder was? Ich aber eher nicht. Drüben ist auf. Komm, Heilung. Granate. Ich bin getroffen, Schwester. Kannst du mir helfen? Sobald ich dich sehe. Granaten sind nicht effektiv. Da weicht er aus. Ist sie absolut nichts? Ich glaube, ich brauche einen Scheiß Arzt. So. Wo könnte ich vielleicht nur sterben? Geht nicht klar. Heilung. Okay, einen dem also noch. Rüstung. Geh sie retten. Okay. Dem Fahrtschema kommt jetzt keine Wirkung. Oder eins Wächter. Das lässt mich befürchten, dass es auch noch ein Bruder 2 und ein Bruder 3 Wächter gibt. Und da ich mal gar keinen Bock drauf. Ich krieg hier voll auf die Fresse. Na komm. Haben wir ihn besiegt oder was? Erste Sahne, Abby. Jetzt müsstest du mir mal hochhelfen. Sof. Wir sterben ja, obwohl wir ihn besiegt haben. Sof. Jetzt. Ihr wollt mich doch verarschen. Was war das? Jetzt schicken die doch einfach Soldaten hin. Das Spiel will mich doch an dieser Stelle komplett verarschen. Der Bosskampf war noch nicht genug. Hier kommt noch mehr. Ihr wollt mich doch im Ernst. Es ist... Wie du sagst mir, das sollen wir dann noch dreimal wiederholen.
Noch zweimal. Ich hab's doch nicht mehr alle an der. Ich hab doch alle Tassen nicht mehr im Schrank, oder? Es war nur auf dem Leichtspielmodus möglich. Was war dieser Bosskampf? Was ist dieser Bosskampf? Weil wir haben ja scheinbar hier noch Gegner. Münzen. Okay, da oben ist einer mit dem Schlüssel. Wie sehr will das Spiel, dass wir das nicht schaffen? Und hat er den Schlüssel? Ich habe den ersten Schlüssel. Den ersten. Ich komme, Mann. Das Spiel will mich ernsthaft verarschen. Der, hier ist der. Ich hab den zweiten Schlüssel, Schwester. Okay, Ladies. Jetzt die Schlüssel in den Hauptcomputer stecken und fertig. Verstanden. Weh, da gibt's jetzt keine irgendwie besondere große Waffe, die uns weiterhilft. Irgendwas uns bei dem zweiten und dritten Turm hilft. Wenn dann. Und jetzt raus da. Da sehe ich überhaupt keine. Ich meine, es gibt Stufenaufstieg, man kann irgendwie leveln, aber ich sehe da absolut keine Möglichkeit, dass wir was irgendwie durchspielen auf dem. Soll das noch zweimal machen? Es seien die anderen Türme wären jetzt massiv leichter, was Blödsinn wäre. Oder man kriegt irgendwie eine massive Waffe. Das erinnert mich an deine Bis jetzt habe ich noch keine Waffe gesehen. Ich meine. Ich würde es zumindest noch mal versuchen, aber. Die Motivation. Mädels, ich habe Teile einer alten Geheimübertragung von General Lothar an eine unbekannte Quelle in Berlin entschlüsselt. Hört euch das an. Meine Herren, haben mich gefragt, was ist Ihre Vision, Lothar? Nun, zunächst einmal geht meine Vision weit über das hinaus, was sich diese Trottel in Berlin vorstellen können. In meiner Vision habe ich die Zukunft gesehen. Über Europa und der Welt braut sich ein Gewitter zusammen, Herr General. Fluten und Stürme ziehen über die Nationen. Nur ich kann das Regime auf das vorbereiten, was kommt. Abkürzung freischalten. Okay. Und Labor X. Da ist noch mehr, aber das Entschlüsseln wird etwas dauern. Ah ja. Von euch hier. Verstanden. Ja, Schwester! Du bist die Beste, verdammt! Ich würde das Let's Play wirklich ungern abbrechen. Aber es ist halt hier. Gib mir irgendeinen Hinweis, dass wir den zweiten und dritten Turm nicht genau auf dieselbe Art nochmal machen müssen. Das ist. Nein. Vergiss es einfach. Hey,
Tages ans Licht bringen. Wenn das einer schafft, dann... Nee. Ohne mich. Ist die Tür geöffnet? Was für Abkürzung haben wir jetzt hier freigeschaltet? Ah ja, hier die zur Metro müssen wir. Bruder 1 haben wir jetzt erledigt. Jetzt geht's zu den Katakomben. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Drittel des Spiels geschafft. Steht hier nicht mal als abgeschlossene Mission, oder? Abbruder 1, gib Zugang zum Hauptcomputer. Zum Triangulieren, warum jetzt die anderen beiden Brüder? Also, ich weiß nicht. Wir können ja noch eine Nebenquest dazwischen machen. Ich mache jetzt noch eine Nebenquest, danach machen wir noch einen. Versuchen wir zumindest noch den zweiten Bruder. Wenn der genauso wird, dann mache ich spätestens den dritten Bruder definitiv nicht mehr. Okay. Vielleicht können wir hier mal irgendwie... Das brauchen wir ganz dringend. Eine Rüstung brauchen wir, ja, da können wir... Rüstung 125 Max. Dafür haben wir jetzt nicht mehr genügend. Das Brot haben wir bekommen. Das nächste Mal, wenn überhaupt, dann später. Videokassetten. Die Schätze haben wir jetzt keine gefunden. Waffen aufwerten. Kosten 200.
Ende 2000. Wären die besser hier, wenn wir uns hier für 5000 bereits sowas hier kaufen? Oder die? Ich würde es gerne ausprobieren, aber wenn das nur kosmetische Natur ist, dann, tja, frage ich mich auch, warum sollten wir Geld dafür auch echt Geld dann auch dafür ausgeben? Eine Möglichkeit. Wenn ich hier zum Beispiel einen Cyborg kannst du nur für echt Geld kaufen. Wir sind von schwarz unterwegs. Ja, hat glaube ich nicht viel gebracht. Die Waffen sollten wir mal auf. Das Kugelgewehr brauchen wir echt oft. Das Magazin. Trümmermagazin. Da haben wir jetzt wie viel? Zielfernrohr. Skin gibt's ja auch noch. Wozu das denn? Ist der ein bisschen hübscher aussehen? Ja, schön, aber das ist jetzt nicht wirklich das Ding. Tempomarke steht für Feuerrate. Zusätzlichen Schaden für die Waffe. Das macht schon Sinn. Zusätzliche Munitionskapazität. Ich hau hier alles auf diese Waffe erstmal. Die brauchen wir dann doch am öftesten. Ich kann mir dann doch noch ein bisschen was auf die das Sturmgewehr, mit dem ich auch gerne kämpfe. Wird das Magazin. Mehr Schaden. Vollausstattung. Ich brauche mehr Wumms bei den Waffen. Hallöchen. Auf die Sachen sind auch. Du bist dran jetzt schon. Ich kann sie jetzt von hier aus nicht erkennen. Genauigkeit an 30 Schaden 162. Ja, gut. Dann waren wir, dann machen wir noch. Oder eins haben wir jetzt schon.
mache als nächstes eine Nebenquest, nämlich hier die Außenposten-Nebenquest. Und dann schauen wir mal, wie wir bei Bruder 2 weiterkommen. Aber das ist jetzt nicht jetzt. Als würden mich die Schädel anstarren. Bestimmt, weil du in dem Aufzug so cool aussiehst. Okay, nach dem Scheiß bei Bruder 1 brauche ich jetzt erstmal eine Pause. Schon vor längerem wurden Gefangenenareale wie dieses hier von General Lothar Brandt eingerichtet, um politische Abweichler geringerer bis mittlerer Risikostufe festzuhalten. Eine Warnung für jeden, der mit dem Gedanken spielt, sich aufzulehnen. Ein kritisches Wort gegen das Regime und man wird hierher geschickt. Nach dem Pariser Aufstand sind viele Gefangene gestorben oder verschwunden. C'est vraiment très très triste. Gefangenenareal 4.